ehemaligen Schulerweiterungsbau an der Schulstraße ist das Leben nach dem im Juli 2014 erfolgten Wegzug der hier vorübergehend einquartierten Polenz-Oberschüler aus Grunewalde im Frühjahr 2015 zurückgekehrt. Damit erschließt sich für den vor über 20 Jahren errichteten Containerflachbau ein neuerlicher Verwendungszweck im öffentlichen Leben der Stadt. Das Gebäude Schulstraße 19 wurde 1992 errichtet als Erweiterungsbau für unsere Grundschule, da damals wir über 500 Schüler in der Grundschule hatten und die Räume in der Grundschule, in der angestammten Grundschule, die dann entstanden war durch die Aufteilung in die verschiedenen Schularten, nicht mehr ausreichte. Dieses Gebäude ist also als klassisches Schulgebäude errichtet worden in Containerbauweise und beinhaltet 8 Klassenräume, ein Lehrerzimmer und ein Sekretariatszimmer. Das Gebäude hat in den letzten 23 Jahren eine vielfältige Nutzung erfahren. Es war schon Standort für unsere Bibliothek. Dann zwischenzeitlich wurde es für den regulären Schulbetrieb wiederbelebt. Die letzte reguläre Schulnutzung erfolgte durch die Oberschule in Grunewalde, Wilhelm von Polenz. Nach deren Auszug war es Wunsch vieler Vereine und auch dritter Nutzer, eine städtische Immobilie zu haben, die sie für ihre Zwecke nutzen können. Und wir haben es ermöglicht, zumindest einen Teil dieses Objekts außerschulisch nutzen zu können und haben jetzt schon einige Nutzer drin. Zu den neuen Mietern gehört die Oberlausitzer Sängergemeinschaft Kirschau-Wilken. Die Damen und Herren haben hier jetzt hoffentlich ein dauerhaftes Vereinsdomizil erhalten und dafür auch gleich mal eine Menge Schweiß und Tatendrang mit investiert. Und wir sind da, so richtig da, mit allem, was wir haben, mit Haut und Haar, mit etwas Glück, gelingt uns auch ein Stück Musik. Wir haben gesagt, hurra, hurra, seit 2 Jahren endlich eigene Räume wieder. Wir freuen uns, wir haben auch viel Arbeit reingesteckt. Wir mussten malern, Fußbodenbelag musste verlegt werden, neue Möbel beschaffen. Ja, und jetzt freuen wir uns, dass wir ein eigenes Domizil haben, wo wir proben können und auch nach den Proben wieder gesellig beisammen sitzen können. Bei den Sängern stand zuvor im wahrsten Sinne des Wortes Gefahr im Verzug. Und zwar in der Hinsicht, dass einigen Mitgliedern das Fehlen eines eigenen Vereinsdomizils nicht nur auf die Stimmbänder, sondern aufs Gemüt in mehrerlei Hinsicht schlug. Von Austrittsabsichten war die Rede. Der Interimsprobenraum in der St. Barbara-Kirche der katholischen Pfarrei Maria Himmelfahrt am Barbaraplatz hatte zwar die wöchentlichen Sangesproben über 2 Jahre lang ermöglicht, die Vereinsarbeit lag jedoch weitestgehend am Boden. Naja, dadurch, dass wir doch kein Nichtseigenes hatten, wir sind zwar der katholischen Pfarrei sehr dankbar, dass sie uns so aufgenommen haben und unterstützt haben, aber es fehlt eben das gesellige Beisammensein, der Zusammenhalt. Und da liefen wir schon Gefahr, eventuell Mitglieder zu verlieren, weil man eben doch immer ausweichen musste, wenn mal Feiern waren oder man brauchte mal schnell irgendwo Räumlichkeiten, war schon... Das gesellige Beisammensein hat schon sehr drunter gelitten. Aber jetzt, wie gesagt, das haben wir wieder wie in alten Zeiten. Es ist unser, wir können es ausschmücken, wir können uns breit machen, sagen wir mal, so wie wir es gerne hätten. Jetzt gibt es nicht nur einen obligatorischen Probenraum, sondern nebenan einen zweiten Versammlungsraum. Hier können die Damen und Herren nach der anstrengenden Stimmbandakrobatik unter Leitung von Dörte Riechen auch mal wieder in aller Ruhe über die letzte Probe debattieren, den nächsten Auftritt organisatorisch vorbereiten, mal die Seele baumeln lassen oder Hand anlegen zur Vervollkommnung der neuen Räumlichkeiten. Ja, also angekommen sind wir schon. Feinschliff fehlt noch, also Dekoration, das wird alles noch anders werden. Wir haben ja auch noch unsere ganzen Wimpel und Preise, die man gewonnen hat oder so, was alles an die Wände noch muss. Und ja, es gibt schon noch Vorhaben, was dann noch in die Tat umgesetzt wird. Blumen müssen her und es wird schon alles dann noch ein bisschen wohnlicher, schöner. Alte Burgen, Flüsse.
Allerdings werden die Sänger in der warmen Jahreszeit wohl genauso schwitzen wie zuvor Lehrer und Schüler, denn der Containerbau hat leider keine Klimaanlage. Doch dafür hat man bereits eine praktikable Lösung, von der auch die umliegende Nachbarschaft profitieren dürfte. Wir planen, wir müssen es nur noch mit den Nachbarn im Umkreis absprechen, eventuell bei solchen Temperaturen unsere Proben nach außen zu verlegen, in den Hof. Dann hätten die Nachbarn kostenloses Ständchen. Und vielleicht hat auch der eine oder andere Lust und sagt, okay, ich komme mal mit, ich singe mal mit oder ich komme mal zu einem Schnupperkurs. Der Umzug in die neuen Vereinsräume fand zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt statt, denn die Sänger müssen im zeitigen Frühjahr anstehende Chorprojekte vorbereiten. Nach dem Körsesingen am 31. Mai wird die Sängergemeinschaft beim Bergmühlensingen in Oberkunnersdorf am 5. Juli mit dabei sein und auch beim diesjährigen Sommerfest der Naturfreunde am Sonntagnachmittag sind sie wieder an der Naturfreundehütte stimmgewaltig zu erleben. Das gesangliche Auftrittshighlight für den Chor gestaltet sich dann im Oktober des Jahres. Wir planen, es ist noch in der Planung, ein Chöretreffen im Oktober. 10.10. sollte der Termin sein. Wir wollen befreundete Chöre einladen und im Haus Bergland, ob das jetzt heißt Wilden singt oder wissen wir noch nicht. Also der Titel ist noch in der Planung. Wir haben es uns so vorgestellt, ein Chöretreffen. Wir haben ja befreundete Chöre, mit denen wir uns regelmäßig treffen, mit denen auch mal zusammen Konzerte machen oder die bei unseren Konzerten mit dabei sind. Und ja, dann wollen wir dort eigentlich ein bisschen gemeinsam singen. Jeder so 3-4 Lieder und dann am Ende gemeinsam feiern. Ob das öffentlich wird, wissen wir noch nicht. Es kommt jetzt erstmal darauf an, wie viel Chöre zusagen, wie der Platz ist. Eventuell wird es dann öffentlich sein. Das werden wir aber dann rechtzeitig noch anmelden. Oder besser gesagt bekannt geben. Während das Immanuel-Kant-Gymnasium die von der Stadt Wilden hier zur Verfügung gestellten Räume derzeit aber noch nicht nutzt, weil erst bauliche Veränderungen die schulpädagogischen Konzepte für den künstlerischen Profilunterricht erweitern sollen, treffen sich die Nachwuchsfunkengarden des Wildner Karnevalclubs WCC bereits regelmäßig im angemieteten Raum zur Probenarbeit. Dass sich der Verein mit seinem riesig anmutenden Vereinsdomizil, dem Haus Bergland, dennoch zur Anmietung von Probenräumlichkeiten außerhalb der eigenen Wirkungsstätte entschieden hatte, hat mehrere Gründe. Mit den vielen Räumen im Haus Bergland, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Fakt ist, dass der Saal zur Nutzung bereitsteht. Es sind die Garderoben zur Nutzung bereit, aber für spezielle Übungsräume haben wir zu wenig Platz. Und den großen Saal für Training und Einstudieren zu nehmen und zu nutzen über das ganze Jahr ist A, nicht effizient und vor allen Dingen auch viel zu kostspielig. Im Winter zum Beispiel müsste ich bei den Kindern auf jeden Fall den Saal hochheizen und das kann am Ende niemand bezahlen. Ich kann es auch nicht umlegen auf keine Eintrittskarten und so weiter. Also kommt uns das hier natürlich sehr entgegen und wir können hier auch speziell in den Gruppen arbeiten, besser arbeiten, können auch individuell was gestalten. Es können also auch mit Kindern kann gearbeitet werden, die jetzt mal fehlen wegen Urlaub und so weiter. Da kann also der Trainer sagen, wir üben das mal individuell, damit sie sich also in die Gruppe wieder besser einpassen können. Was sonst natürlich nicht so wäre, weil dann wieder welche dabei stehen, die das schon kennen. Und das, naja, das hebt auch nicht die Stimmung. Also das passt schon. Und dann sind das natürlich auch von den Kostenfragen, ist das viel günstiger für uns. Und ja, einfach gut, passt so. Und wir sind froh, dass wir da in diesem Domizil das so nutzen können, was ja am Ende dann in einer Qualität sich widerspiegelt, die wir dann im großen Saal unseren Gästen widerspiegeln oder wiedergeben können.
Nicht nur die Bambinis, auch die Minis und die blauen Funken des WCC profitieren mittlerweile vom Probenraum an der Schulstraße. Vor allem auch die wesentlich intimere Atmosphäre gegenüber dem großen Veranstaltungssaal sollte den Akteuren, deren Muttis und den Trainern hier ein angenehmeres Proben bescheren. Ganz abgesehen davon, dass bei schönem Wetter auch schnell mal eine Trainingseinheit nach draußen verlegt werden kann. In der zurückliegenden Saison überraschte der WCC sein Publikum mit einer ganz neuen Tanzgruppe, den Bambinis. Aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses, auch unter den Nachwuchstanznarren, befinden sich die Garden des WCC derzeit im personellen Umbruch. Deswegen läuft da auch eine ständige Werbekampagne, wo die Kinder sich bei uns, wo sie reingucken können, wo sie schnuppern können. Da steht nicht die Mitgliedschaft in erster Linie zu Buche, weil das bei Kindern muss man das diffizil sehen. Das muss reinwachsen und die dann dabei bleiben und so, ja, die werden Mitglied im Verein und sind dann auch die nächsten Jahre dabei. So ist das in der Regel. Aber mich steht hier ab. Mit dem. Und wir haben ja eben einen Jugendanteil, Kinder- und Jugendanteil bis 25 Jahre von 54% im Verein. Und das bedeutet natürlich auch einen sehr schönen, aber einen sehr hohen Aufwand, den wir und unsere Trainer und die damit dafür verantwortlich sind und Verantwortung tragen, die wir also dort bewältigen müssen. Bewältigen will der Verein zudem noch in diesem Jahr eine neuerliche Herausforderung. Wir werden also sind daran, eine Prinzengarde aufzubauen. Das betrifft also dann nur Jungs in auch noch schulfähigem Alter. Aber was soll es? In 3-4 Jahren sind das Jugendliche, junge Erwachsene. Und nur so geht's, damit also dort keine Lücken in den nächsten Jahren dann weiter entstehen. Wer könnte in dieser Prinzengarde denn mitmachen? Wie alt muss der sein? Was muss der für Voraussetzungen mitbringen? Er muss Lust haben, in einer Gemeinschaft sich bewegen zu können. Lust zum Tanzen zu haben, Lust an Vereinsarbeit entwickeln können, aber das kommt natürlich alles erst viel später. Prinzengarde, ja, die werden nun sicherlich keinen Spagat machen wie die Mädels. Die werden sicherlich auch mit den Kostümen, mit denen wir sie ausstatten wollen, etwas darstellen. Es ist eben, wie gesagt, der Name das schon sagt, eine Garde, die repräsentiert und dementsprechend sich so verkaufen soll. Mitmachen kann jeder Junge im Alter von 9 oder 10 Jahren, der Lust am Tanzen hat, keine Scheu vor der Öffentlichkeit und dem es Spaß macht, sich zu verkleiden. Bei einem Besuch von Übungsstunden am Freitagnachmittag im Probenraum im Flachbau an der Schulstraße lässt sich Näheres für Interessenten in Erfahrung bringen. Karnevalisten, Sänger und Schüler. Eine durchaus gelungene Mischung neuer Nutzer. Sollte eine Daseinsberechtigung für das Gebäude in den kommenden Jahren sichern. Seit über einem Jahr engagiert sich die Wildnerin Michaela Münzberg mit Vehemenz für notleidende Kinder im höchstgelegenen Land der Erde in Nepal. Im Frühjahr 2015 erhielt diese Hilfe eine zusätzliche, weil traurige Bedeutung, als am 25. April in den Mittagsstunden weite Teile Nepals und der angrenzenden Region in Zentralasien von einem schweren Erdbeben erschüttert wurden. Seitdem nutzt Michi jede sich bietende Gelegenheit, um Spenden für das Nepal-Hilfsprojekt Travel for Soul zu sammeln. So auch beim DIA-Vortrag am 8. Mai im Rathaus der Stadt. Der Reisevortrag war in Zusammenarbeit mit der Stadt,
der Wildner Bibliothek und dem Eine Weltladen aus Schirgiswalde organisiert wurden. Bibliothekarin Jutta Wagner verwies in ihrer Begrüßung zum Vortragsbeginn auf die in der Vergangenheit und nicht nur in Wilden durch Frau Münzbergs Aktivitäten begonnene Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema Nepalhilfe. Wir haben uns vor einem Monat schon hier gesehen, das ist jetzt genau ein Monat her. Da haben wir einen Vortrag über Nepal gehört und gesehen. Wir wissen ja, dass sie sich sehr für Nepal interessiert, engagiert und hilft. Wir spenden auch tüchtig in unseren Veranstaltungen, so dass sie was herrichten kann dort. Und sie hält uns auch immer auf dem Laufenden, zeigt uns in ihren Bildern und in ihren Berichten, was sie anstellt mit dem Geld. Wir haben die Region kennengelernt, die arme Region, das arme Land, die Leute, die Kinder, für die sie sich einsetzt. Wir haben uns schon angefreundet mit Nepal, sind viele unter uns, die jeden Vortrag sich mit angucken. Einige haben sogar Patenschaften übernommen von Kindern, um zu helfen. Also ich muss sagen, man fühlt sich schon mit dazu. Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich total, dass so viele da sind. Und wie das für Nepal-Aktive in Indien üblich ist, begrüßt man immer verehrte Gäste mit einem Schal. Faschidelle. Stellvertretend für alle. Es geht um Tibet und um Indien. Also ich habe über 2 Jahre verteilt 2 Reisen gemacht zum Dalai Lama. Das war die Intention. Ich bin zum einen zu seinen Wurzeln gereist in Lhasa in Tibet und ein Jahr später zu seinem Thron in Indien. Und darüber werde ich heute berichten. Beide sind natürlich Nachbarländer von Nepal. Die Reisen sind von Nepal direkt ausgegangen und sind auch beide Länder mit betroffen von dem schweren Erdbeben, allerdings jetzt nicht in dem Maße wie Nepal selber. Platz. Da treffen sich die Mönche und in 2 Parteien, die Hälfte sitzt und die Hälfte steht und stellt den Fragen. Und die müssen dann argumentieren, debattieren. Und das ist dort eine sehr hohe Kunst in Tibet. Selbst der Dalai Lama, also ich habe von denen einige Bücher da gelesen, der hatte ganz große Angst vor seiner ersten Debattierprüfung, weil nur so kann er ja auch sein Wissen unter Beweis stellen, weil die kämpfen ja nicht mit Waffen, die kämpfen ja mit Worten. Und das ist so herrlich, dieses Minenspiel dann auch sich anzuschauen. Und die springen dann immer rum und immer bei ihnen schlagen ein Argument. Also da kommt auch wahrscheinlich dieser Begriff, ja, dann klatschen die so mit der Hand drauf und jetzt habe ich das gegeben und so. Also das ist ein Spektakel. Obwohl der Vortrag von Michis Besuchsreisen nach Tibet und Indien aus den Jahren 2013 bzw. 2014 handelte, drehte sich doch vieles an diesem Abend um die aktuelle Situation im fernen Himalaya-Staat nach dem Erdbeben vor wenigen Tagen. Für die gestandene Nepal-Hilfe-Aktivistin brach im Augenblick des Bekanntwerdens der Naturkatastrophe im Armenhaus des Himalaya-Gebirges eine Welt zusammen. Michaela Münzberg, vor wenigen Tagen hat ein schreckliches Erdbeben ihre zweite Heimat Nepal, kann man sagen, und Zentralasien erschüttert. Wie waren Ihre ersten Erkenntnisse? Wie hatten Sie es erfahren? Und was sind im Moment so Ihre wichtigsten oder Ihre Gedanken? Wo sind die im Moment? Also am Anfang war ich 2 Tage lang wie gelähmt. Ich habe das natürlich sofort aus dem Fernsehen erfahren. Als die ersten Berichte dann über den Bildschirm geflimmert sind, in dem Moment konnte ich überhaupt nichts machen. Ich war auch wirklich versucht, dann direkt nach Nepal zu fliegen, aber habe mich dann tatsächlich besonnen. Ich meine, es gingen eh keine Flieger dort rein und ich habe mich dann darauf besonnen, dass ich von hier aus doch ein bisschen mehr machen kann. Meine Freunde in Nepal, die haben mir dann auch wirklich geschrieben, bleib wo du bist, du kannst wirklich dort mehr bewegen. Und seitdem, muss ich sagen, hänge ich fast jeden Tag 12, 13 Stunden am Rechner, um Hilfe zu koordinieren und zu organisieren. Viele tausend Menschen haben ihr Leben verloren. Inwieweit sind davon auch Einrichtungen betroffen, die Sie selber betreuen vor Ort, gerade diese Kindereinrichtungen? Glücklicherweise sind von den betreuten Kindern keine verletzt, keine gestorben. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Die Gebäude, also das Kinderhaus, was ich unterstütze, war ein sehr neues Haus. Dank der Tatsache,
ist es auch stehen geblieben. Das alte Haus ist eingestürzt. Also hatten sie wirklich sehr großes Glück im Unglück. Die Schule, die ich betreue, die ist auch sehr solide gebaut. Die steht auch noch, bis auf ein paar kleine Nebengebäude. Die Schule dient jetzt sogar als Notunterkunft für viele Obdachlose oder Menschen, die dort halt wirklich alles verloren haben. Ja, zu drei Kindern habe ich leider keinen Kontakt bekommen, muss aber ganz ehrlich sagen, mich tröstet die Tatsache, ich weiß, wie die leben, ich weiß, dass die wirklich in kleinen, ärmlichen Hütten leben und da ist die Chance ganz groß, dass sie den Einsturz, wenn es denn so war, überlebt haben. Ist nicht so, wie wenn sie in einem großen Gebäude halt gewohnt hätten. Die Zeit drängt halt. Und wenn ihr euch hier oben das Bild anschaut, das ist so eine Unterkunft und ihr seht dahinter den Berghang, hier auch der Monsun naht. Und das ist eigentlich das große Problem. Die Notunterkünfte, die wir jetzt von den Spendern, die generell von den, auch von den Hilfsorganisationen gebaut wurden, diese Zelte, diese Blechdächer, die werden dem Monsun nicht statthalten. Und ja, da ist halt jetzt auch Hilfe gefordert. Wohl niemand ahnte an diesem Abend, dass die Region um Nepal wenige Stunden später, am 12. Mai, von einem zweiten großen Beben erschüttert würde. Mittlerweile unterstützt Frau Münzberg mit ihrer Nepal-Hilfe nicht nur die Kinder vor Ort, sondern alle Überlebenden der beiden Erdbebenkatastrophen. Über 600 Euro wurden am Vortragsabend durch die Besucher gespendet. Das Geld erreichte bereits am nächsten Tag Nepal, von dem Michis nepalesischer Freund Tashi Zeltplanen, Decken, Nahrungsmittel und Trinkwasser organisierte und die Hilfsgüter dann in einer entlegenen Bergregion verteilen konnte. Über ihren Facebook-Blog informiert sie akribisch exakt über die Verwendung jedes von ihr gesammelten Euros. Ich bin sehr gut vernetzt über Facebook mit Freunden in Nepal, aber auch Nepal-Freunden in Deutschland. Wir tauschen uns aus, wir tauschen Informationen aus, wir bekommen von den Freunden aus Nepal Bescheid, welche Ortschaften tatsächlich noch abgelegen sind, wo absolut noch keine Hilfe angekommen ist. Dann können wir haben auch eine Website eingerichtet, wo ich Spendenaufrufe mache, wo ich dann die Situation einfach schilder, wie es dort zugeht. Und ja, diese Vernetzung, die ist sehr, sehr wichtig. Das Geld kommt tatsächlich direkt an. Ich hatte beim letzten Vortrag um die 350 Euro eingenommen. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, für die Summe. Ich habe dann noch ein paar weitere Vorträge gemacht. Ich habe von Privatpersonen Spenden bekommen, direkt für die Soforthilfe. Und ich bin sehr glücklich drüber und dankbar, dass ich letzte Woche 1.000 Euro bereits nach Nepal überweisen konnte. Durch diese Internetvernetzung erfährt die Oberlausitzerin aber auch, dass die Regierung Nepals so gut wie nicht in die Hilfe an der eigenen Bevölkerung involviert ist. Schlimmer, dass man dort sogar die eintreffenden Hilfsgüter missbraucht. Die Regierung die Bevölkerung sehr im Stich lässt. Deswegen sind nämlich auch sehr viele private Initiativen gefragt. Die Hilfsgüter, die über große Organisationen ankommen, die stehen dort auf dem Flughafen rum. Die Regierung von Nepal, die verlangt Einfuhrzoll auf Hilfsgüter. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was dort im Land auch schon für eine Wut unter der Bevölkerung kocht. Ich bekomme mehrmals in der Woche Mails, ich möchte das bitte auch an die Leute breittragen, keine Gelder direkt nach Nepal zu überweisen, an die Regierung oder an diese Regierungsorganisation, dann sich lieber wirklich an kleine Verbände wenden, wo sie wissen, dass das 1:1 ankommt. Weil die Wut unter der Bevölkerung und auch meine, die ist tatsächlich riesengroß. Ich kenne die Korruptheit der Regierung. Ich war lange Zeit unten in Nepal und ich weiß, wie das dort leider abläuft. Wer jetzt vielleicht auch inspiriert worden ist durch diese Ereignisse, durch den Filmbericht, wie kann man am schnellsten spenden? Geht das über ein Spendenkonto bei Ihnen oder wo soll er sich da hinwenden? Genau, also ich habe diese Privatinitiative gegründet, Treffel for Soul. Ich habe da die Website, da kann jeder nachschauen, was er unbedingt wissen möchte. Dort steht auch ein Spendenkonto. Das ist allerdings nicht auf meinen Namen, sondern der Verein Eine Welt für alle in Schirgiswalle bietet mir diese Plattform, um auch wirklich das professionell durchziehen zu können und damit auch Spendenquittungen ausgestellt werden können. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass mir der Verein das ermöglicht. Heimat
Fahrradverein unterstützt Feuerwehr. Auch im Wildner Ortsteil Tautewalde brannten am 30. April, genau wie in den meisten anderen Orten der Oberlausitz, die Hexe. Hier gibt es aber im Gegensatz zu Wilden nur eine Brandstelle, nämlich am Bolzplatz. Seit vielen Jahren wird das Spektakel für Jung und Alt organisiert durch die Ortswehr Tautewalde. Auch hier trifft sich zunächst die Jugend am Stellplatz an der ehemaligen Schule. Von dem geht es dann mit Unterstützung durch die Kameraden der aktiven Wehr und der Jugendfeuerwehr im Lampion und Fackelschein durch den Ort bis zum Hexenbrandplatz an der Siedlung. Dann brauchte es nur wenige Minuten, bis der mit Baumschnitt gut gefüllte Haufen mitsamt der liebevoll gebauten Ortshexe in Flammen stand. Während sich die jüngeren Besucher am Hunger der Flammen satt sahen, stillten die Älteren denselben und darüber hinaus den Durst an den Verpflegungszelten. Diese waren in den vergangenen Jahren ausschließlich durch die Kameraden der Feuerwehr besetzt. In diesem Jahr hatte man, auch im Hinblick auf das bevorstehende Festwochenende zum 115-jährigen Bestehen der Wehr Tautewalde Anfang Juli, den örtlichen Heimatverein um Unterstützung gebeten. So wie im vergangenen Jahr der Heimatverein die Feuerwehr um Unterstützung bei den Feierlichkeiten zum 640-jährigen Ortsjubiläum gebeten hatte. Im Verpflegungszelt des Heimatvereins gingen die selbstgemachten originalen Tautewälder Buttermilchpinsen weg wie warme Semmeln. Der Hexe am Haufen konnte das allerdings völlig egal sein. Tautewalde ehrt Pichow-Wirtsleute. Aus Anlass des 50-jährigen Geschäftsjubiläums von Familie Grundmann als Inhaber der Pichow-Bergbaude überraschten Heimatverein, Feuerwehr und Einwohner von Tautewalde Monika und Annette Grundmann am 5. Mai mit einem Jubiläumsbesuch. 1965 hatten die aus Dresden bzw. Weixdorf stammenden Monika und Ortfried Grundmann die Geschicke der Bergbaude in eigene Regie übernommen. Seitdem hat sich der höchstgelegene Berggasthof der Stadt Wilden zu einem beliebten touristischen Ausflugsziel entwickelt. Ab 2003 musste Annette Grundmann die Leitung der Baude nach dem Tod des leider viel zu früh verstorbenen Vaters Ortfried auf die eigenen Schultern übernehmen. Heute hat sich die Baude nicht nur einen guten Namen unter den Wanderburschen der Region und ihren Gästen gemacht. Immerhin tangieren zahlreiche auch überregionale Wanderrouten des Mittellausitzer Berglandes das 499 Meter hoch gelegene Gipfelmassiv zwischen Tautewalde, Neukirch, Arnsdorf und Wilden. Längst ist die Baude ein Geheimtipp für Familienfeste, Firmenfeiern und Baudenabende. Das nutzen natürlich auch gern und seit Jahren die Wildner und Tautewalder Einwohner. Der Heimatverein vergnügt sich beispielsweise hier regelmäßig bei Weihnachts- und Faschingsfeiern. Die Ortswehr Tautewalde bei den herbstlichen Kameradschaftsabenden, aber auch dienstlich bei zahlreichen Einsatzübungen mit komplizierter Löschwasserversorgung oder bei der Beseitigung von Sturmschäden. 2010 hatte die Stadt Wilden die Zufahrtsstraße auf den Pichow erneuert. Der Verein Oberlausitzer Holzgestaltung errichtete einen hölzernen Wassermühlenspielplatz auf dem Gipfelplateau. Wie sich Wirtin Monika Grundmann erinnerte, pflegte man zu DDR-Zeiten eine gut nachbarschaftliche Beziehung zur Stammbesatzung des nebenan befindlichen Funkturmes der Sicherheitsorgane, die nach anstrengenden Lauschangriffen auch gern mal das ein oder andere Bierchen in der Baude einnahm. Bis zur Wende existierte auf dem Pichow ein Betriebsferienheim der Volksbildung aus Rochlitz. Himmelfahrtsgaudi an Gerätehäusern. Alljährlich bieten die beiden Gerätehäuser der Ortsfeuerwehren in Wilden und Tautewalde am Himmelfahrtstag Herren, Damen und Familien Unterhaltung, Besichtigung und gute Laune den ganzen Tag. So auch am Donnerstag, dem 14. Mai.
benutzte eine Herrenwandergruppe wildner Fußballer am Gerätehaus in Tautewalde das umfangreiche Getränkeangebot und fußballsportliche Aktivitäten, ehe man zu höheren Gipfeln wie dem Picho aufbrach. Am Wiltener Gerätehaus gab es beim nunmehr 23. Tag der offenen Tür neben Speis und Trank die komplette Fahrzeugtechnik der Wehr zu bestaunen und natürlich zu hinterfragen. Für die kleinen Besucher gab es eine Hüpfburg. Die größeren lauschten derweil den Live-Klängen des letzten Pichotalers oder hofften auf richtige Zahlen beim Glücksrad-Gaudi der Jugendfeuerwehr. Ein kleines Überraschungshighlight waren die Glückwünsche an ein Kameradenpaar zum 4. Hochzeitstag. Der Himmelfahrts-Gaudi am Wildner Gerätehaus gehört mittlerweile zu den umfangreichsten Männertagsattraktionen im Bautzener Oberland. Schüler spenden für Nepal-Hilfe. Vor dem eigentlichen Beschlussmarathon für die Wildner Stadträte kam es in der Maisitzung am 20.05. im Ratssaal des Wildner Rathauses zu einer symbolischen Scheckübergabe an die Nepal-Hilfe-Aktivistin Michaela Münzberg. Den 300-Euro-Scheck im XXL-Format überbrachten drei Schüler aus den drei zum Schulzentrum der Stadt gehörenden Bildungseinrichtungen. Nele Knoppig aus der Pumput-Grundschule, Emily Richter von der Goethe-Oberschule und Jakob Hensel aus dem Immanuel-Kant-Gymnasium gemeinsam mit Kerstin Kaline, der Schulleiterin der Pumput-Grundschule, dem Vereinsvorsitzenden des Schulfördervereins der Goethe-Oberschule Jörg Norbert Rasch sowie dem Vorsitzenden des Freundeskreises Immanuel-Kant-Gymnasium e.V. Thomas Leinert. Das Geld stammt aus dem Überschusseinnahmen beim ersten Kulturspektakel der Schulen im Monat April. Wie Jörg Norbert Rasch stellvertretend für die Schulzentrumabordnung an die Stadträte informierte, konnte das Kulturspektakel dank hervorragender Unterstützung von Stadt, Sponsoren und den vielen Besuchern als eine überaus gelungene und nachhaltige Veranstaltung eingeschätzt werden. Es gab kein Zögern bei den Organisatoren, als die Frage nach dem Verbleib von Mehreinnahmen zur Debatte stand. Das Geld soll nicht ins Wildner Schulzentrum fließen, vielmehr für den Wiederaufbau einer zerstörten Bildungseinrichtung in der nepalesischen Erdbebenregion Verwendung finden. Dort sind mittlerweile knapp 7000 Schulen komplett zerstört worden. Michi Münzberg teilte mittlerweile mit, dass das Geld zum Aufbau einer Schule im Distrikt Nuwakot verwendet wird. Bolzen für den Glauben. Unter dem Motto Kirche in Bewegung fand das diesjährige Fußballturnier der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Wildens am Pfingstmontag auf dem Bolzplatz in Tautewalde statt. Nach einem Begrüßungsgottesdienst unter anderem mit Gästen aus der Kirchgemeinde Großpostwitz ging es auf dem Kleinsportfeld zur Sache. Fußballerisch natürlich. Diesmal nahmen drei Mannschaften teil. Gegner des Kirchgemeindeteams war eine Mannschaft der Jugendfeuerwehr Tautewalde und ein Team der aktiven Kameraden der Ortswehr. Letztere hatte am Ende knapp die Nase vor der Mannschaft aus Wilden und der Jugendfeuerwehr. Das Pfingstmontag-Turnier fand in diesem Jahr zum nunmehr 5. Male statt. In Bewegung geraten ist seit dem 1. Mai auch die Internetpräsenz der Kirchgemeinde. Sie präsentiert sich jetzt völlig überarbeitet, neu strukturiert und wird ab sofort ständig aktualisiert. Dies war ein großes Manko der vorherigen Version. Die überarbeitete Internetpräsenz soll Interesse wecken, nicht nur bei jungen Usern. Geblieben ist die Adresse www.kirche-wilten.de. Straßenbaurapport. Im Monat Mai neigen sich die Tiefbauarbeiten an der Straßenbaustelle Zittauer Straße dem Ende entgegen. Der neue Kanalbau ist im Erdreich verschwunden, die meisten Hausanschlüsse realisiert. Ende des Monats nimmt der künftige Straßenbaukörper mit seiner verjüngt wirkenden Fahrbahnbreite durch das Setzen der Begrenzungsborde bereits deutlich Gestalt an.
In der 28. Kalenderwoche im Monat Juli erhält der zweite Bauabschnitt dann seine neue Asphaltdeckschicht. Die bauausführende Firma Bistrabau ist an zwei weiteren Baustellen tätig. An der Ebertstraße werden weiter die Schmutz- bzw. Regenwasserkanäle und die Trinkwasserleitungen erneuert. An der Vorwerkstraße sind die Kanäle für Schmutz- und Oberflächenwasser verlegt. Im Monat Juni werden dann noch Trinkwasser- und Gasleitungen ausgetauscht. Ende Juni können die Anleger dann hier aufatmen, wird die Befahrbarkeit wiederhergestellt sein. In Geduld üben müssen sich hingegen die Kraftfahrer, was die Ortsdurchfahrt von und nach Kirschau anbelangt. Wie das Bauamt der Stadtverwaltung am Rande der Mai-Stadtratssitzung mitteilte, beginnen im Monat Juli Straßenbauarbeiten auf dem rund 150 Meter langen Abschnitt der Zittauer Straße zwischen dem Abzweig Straße der Befreiung und dem Abzweig Kirschauer Weg. Hier lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr im Rahmen seines Sanierungskonzeptes für die S117 die Oberfläche der Asphaltdeckschicht erneuern. Die Arbeiten werden zunächst ampelgeregelt für den fließenden Verkehr ausgeführt. Im August wird es dann allerdings zu einer zweitägigen Vollsperrung im Zuge der Asphalterneuerung kommen. Volksmusiklegende verstorben. Adolf Kürtscher, König der Volksmusik, Magnet für Massen, Garant für Stimmung und Frohsinn in Festzelten, Tanzsälen, Freiluftarenen, ist von uns gegangen. Er verstarb am Pfingstsonntag 2015 im Alter von 72 Jahren. Der aus Siebenbürgen in Rumänien stammende Adolf war 1963 nach Wilten gekommen und fand an der Seite von Ehefrau Sinni hier eine neue Heimat. Vor allem als Bandleader der legendären Kapelle Oberland hatte er sich einen weit über die Grenzen von Wilten und der Oberlausitz hinausgehenden Namen machen können. 2010 verabschiedete er sich mit einem Bandkonzert beim Bautzner Frühling von den Fans als Bandleader. Rund 16.000 Konzerte, Auftritte und Veranstaltungen hatte er in den 45 Jahren mit der Kapelle Oberland absolviert. Danach zog er sich etwas zurück aus der Öffentlichkeit, war aber auch weiterhin solistisch mit Trompete und Akkordeon unterwegs. Zum Beispiel bei einem Auftritt mit Volksmusikbarde Heino bei einem Wettbewerb der Bäckerinnung 2011 in der Zentrumgalerie in Dresden. Ebenfalls 2011 lud er Weggefährten und Musikanten zu einem Treffen in sein neues Domizil an der Zittauer Straße. Einen Schlaganfall im Jahr 2012, kurz vor seinem 70. Geburtstag, den er mit Fans und im engen Familienkreis in der Reha-Klinik in Pulsnitz verlebte, hatte er zunächst gut überstanden, doch Spätfolgen machten ihn dann zum Pflegefall. Seit September 2014 lebte Adolf Kürtscher im Wildner Seniorenhaus. Mit seiner direkten, auf die Menschen zugehenden Art hatte er Massen begeistert wie kaum ein anderer, wird er für viele unvergessen in den Herzen weiterleben. Storchensommer endgültig geplatzt. Der 23. Storchensommer im Horst an der ehemaligen Papiermühle im Wildner Niederdorf steht im Jahr 2015 unter keinem guten Stern. Und das, obwohl unser Adebar im April zunächst wie in den Jahren zuvor aus Afrika zurückgekehrt war und dann, nachdem er 14 Tage vergeblich auf die Rückkehr der Partnerin aus Afrika gewartet hatte, den heimischen Horst Ende April wieder unverrichteter Dinge verließ. Am 6. Mai landete dann plötzlich ein neues Pärchen am Horst. Ob es sich dabei um alte Bekannte oder fremde Weißstörche handelte, lässt sich im Nachhinein kaum noch feststellen. Denn die neuerliche Freude für Familie Heinke, die fleißigen Storchenhorstbeobachter, währte nur 4 Tage. Dann waren auch diese beiden Weißstörche wieder abgeflogen. Und das, obwohl beide Tiere sich unmittelbar nach ihrer gemeinsamen Mai-Ankunft mächtig beeilten, um ein Paar zu werden und Junge zu bekommen.
Beide Tiere begannen sogar mit den üblichen Nestbauarbeiten. Auch an einem Nahrungsmangel oder extremen Witterungsbedingungen kann es nicht gelegen haben, dass die Störche nicht in Wilden geblieben sind. Familie Heinke vermutet jedoch, der erneute Wegzug könnte mit dem umfangreichen Grasbewuchs zu tun haben, der seit dem letzten Jahr den Nestboden deutlich überwuchert hatte und der eigentlich hätte müssen im zeitigen Frühjahr beseitigt werden. Wie dem auch sei, am Wildnerhorst wird es, und leider nicht nur hier, in diesem Jahr zu keinem erfolgreichen Storchensommer kommen. Hoffen wir auf den nächsten.